Hallo und herzlich willkommen heute bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Schauen wir uns mal wieder den russischen IS an und man sieht hier gleich Top Tier. Das ist natürlich sensationell, wenn man mit dem 7er, 6er, 5er Gefecht bestreiten darf. Und gerade die Fischerbucht bietet sich da auch absolut an, hoppala. Weil man natürlich hier in der Stadt, obwohl es eigentlich so ein kleines Areal hier auf dieser Karte ist, einfach richtig gut wirken kann. Und auch schön, der Fahrt den anderen da in die Querung kommt, ein Sorry, das ist aber mal selten. Ein wohlerzogener junger Mann oder junge Dame, je nachdem, um was es sich hierbei auch immer handelt. Aber Amien Kato ist jetzt eher so ein Nick, den man sich als Mann gibt, würde ich jetzt mal zumindest vermuten. Er schaut mal so in die Mitte, da sieht er aber nichts, bis auf die zwei Looks, die auch noch zusammen im Zug sind. Da muss man auch schon irgendwie ein bisschen schmerzfrei sein, wenn man zwei Looks in dem Zug spielt. Weiß nicht. Ah, schade, der erste Hit, der ging schon direkt daneben. Aber der war natürlich gar nicht schlecht gedacht. So ein T-34, der hätte da fast mal alles seiner Hitpoints nämlich eingebüßt damit. So, was geht da so bei dem T-34 und Konsorten. Der steht da immer noch rechts in der Straße. Den sollte er jetzt nämlich auch reinbekommen. So ist es auch. Der T-34 weiß noch, der merkt noch gar nicht, was ihm da blüht. Ja, und ein einziger Schuss reicht da schon und dann ist er auch weg. So soll es doch sein. Also für den T-34 jetzt natürlich aus seiner Sicht nicht, aber aus der Sicht vom IS-Spieler, da ist es dann immer schön, wenn man so mit einem einzigen Schuss so einen Gegner rausnehmen kann. So, der IS haut hier ab. Kriegt jetzt, zack, einen rein. Und der war im Schuss schon sozusagen wieder in der Rückwärtsbewegung. Hat man sehr schön gesehen. Ja, komm schon noch ein Stück. Da traut er sich nicht. Ah, da hat er zwar einen noch gefressen, den wollte er jetzt nicht unbedingt, aber kann wenigstens direkt dann den rausnehmen. KV-2 verschießt, Gott sei Dank, sehr wichtig, weil der tut auch nochmal richtig weh. Aber auch hier der nächste Schuss, zack und weg. Und jetzt der Tiger von hinten. Da hier einfach mal schön ins Heck ballern. Jo, der tut auch Privé. Wahrscheinlich nimmt ihn der andere Tiger jetzt raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann nochmal Hit drauf bekommt. Ja, so ist es auch. Und weg ist auch der. Das war jetzt eine schöne Action, die hier in der Stadt gehabt haben. Einiges drin. Oh, da kommt ein Skorpion. Oder in dem Fall ist es ja, in dem Fall muss ich richtigerweise sagen, ein Skorpion. Weil der Skorpion ist es ja nicht, das ist ja der Ami. Und jetzt rammt er ihn hier und nimmt ihn damals. Schaha, sehr schöner Rammkill. Hat er nett gemacht. So, jetzt sollte aber vielleicht, du wolltest gerade sagen, von der HE-Granate wieder auf AP laden. Und jetzt liegt aber das Team massiv hinten. Zwei Kills, also es ging da drüben ganz schnell, weil der Gegner eben die 1er-2er-Linie gut durchgedrückt hat. Und jetzt dementsprechend muss er auch dann sofort zurück. Da nämlich dann unterstützen. Kann aber auch immer ganz geil kommen, wenn man nämlich so aus der Mitte zurückfährt. Wenn dann nett gespottet wird, da kann man richtig was wegholzen. Nicht immer, aber klappt ab und an doch ganz gut. So, jetzt ist da schon jemand im Cap 2 sogar. Da brauchen sie einen Spot, aber sie haben eben kaum einen, der spottet. Der Light, da der AMX da hinten, der fährt zum gegnerischen Cap. Jetzt fahren sie aus dem Cap raus. Ob das clever war vom Gegner, weiß ich nicht. Normalerweise sollte man auch einfach mal durchcappen. Oh, der war aber knapp, dass der noch getroffen hat. Da hat nicht viel gefehlt, dass der vorbeigegangen wäre. Daher umso schöner, dass der noch funktioniert hat. So, der IS hier hinten. Auch der, ja, wenn die Kanone eingezielt ist und mal nicht einen trollt, dann ist der Alpha einfach so schön für einen 7er Heavy Tank.
T29. Ah, schade. Der wäre nicht schlecht gewesen. Dann hätte er nämlich den Aal noch verteidigen können. So muss er weiterhin auf seinen 5. Kill warten. So. Ja, da hat er jetzt lang gewartet, vielleicht sogar zu lange. Den schnellen Snapshot hätte er da vielleicht noch riskieren sollen. So, jetzt wird hier gekuschelt, dass er da dementsprechend... Nein! Oh, Mist, ey. Dass der nicht geklappt hat. So. Jetzt will er den hier seitlich einen Hit geben. Da klappt's, da braucht er auch nicht... Von hinten kommt schon der Druck. Das war gut, dass er da so lange geprescht ist. Jetzt der Skoda. Der Skoda macht's da richtig schlecht. Der rammt ihn nämlich. Das war super doof vom Skoda. Sein Glück, weil wenn er den jetzt nicht gerammt hätte und er hätte ihn umfahren, wäre es jetzt viel, viel, viel schwieriger geworden. Jetzt kommt der ES, jetzt spielt er hier immer schön mit der Panzerung. Lässt den jetzt kommen. Ah, da verschießt er leider, aber wird auch Gott sei Dank nur gekettet. In der Mitte, da wird jetzt der KV-1 gerade geholt. Der Komet ist auf der 1er Linie und der AMX. Keine Ahnung, wo es der da so treibt. Auf jeden Fall hat er jetzt mal den, aber in der Mitte eben 3 Gegner. Aber seinen Krieger hat er. Jetzt kommt die Radley Walters gleich als nächste Medaille. Da ist der AMX, taucht da mal wieder auf. So, und er bewegt sich jetzt hier so ein bisschen um, nicht, dass er genau an der Stelle auftaucht, wo er zuletzt gespottet war. Vielleicht ein bisschen sinnig, dass man da einfach den Weg sucht. Jetzt ist der AMX draußen. ISO taucht hinter ihm gleich auf. So, ISO kommt. ISO ist da. ISO ist weg. Sehr schön. Ganz wichtig, Radley Walters hat er damit sich geschnappt. Der Komet ist da immer noch mit dem Lux beschäftigt und das Lineup darf man auch nicht unterschätzen, weil der Lux ist verdammt stark, wenn man ihn richtig einsetzen kann. Aber der tut da echt ganz schön lang mit dem Lux rum. So, und jetzt greift er hier mal wieder die Initiative und er schreibt sogar Let me get cool metal. Oh, 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 das ist ärgerlich. Der STRV trifft ihn da. Oh, nochmal. Jetzt ist er Gott sei Dank im Reload. Aber jetzt muss er Gas geben. Der Komet hat endlich auch mal den Lux wegbekommen. Deckt jetzt hier den Ding auf und er wartet jetzt hier, dass der Schwede wieder zum Vorschein kommt. Jetzt sollte er sich nicht um die Pools Gedanken machen, sondern hier überhaupt den Sieg nach Hause zu bringen. Hat noch Zeit, um den Panzer rumzuschauen, auch sehr interessant. So, wo ist der Schwede? Der Komet hat auch nur noch 70 Hitpoints. Da ist er. Er verschießt. Das weiß der Schwede jetzt natürlich auch. Kriegt jetzt von hinten vom Komet noch einen rein. Och, das wird ganz knapp. Schwede verschießt und da kann er es Gott sei Dank dann nochmal nachsetzen und holt sich den Kill. 9. Kill. Einen braucht er noch für die Pools. Die Su-100 war da in der Mitte offen, aber wie knapp ist das denn? Jeder von den beiden ist mit einem Schuss erledigt. Su kommt jetzt hier, verschießt, prallt ab und er kann sich's in dem Augenblick holen, macht seine Pools klar und macht 5800 Schaden, 1250 geblockt, also richtig, richtig geile Runde. Ja, mir hat's gefallen, ich hoffe euch auch, von dem her lasst einen Daumen da, ein Abo, falls noch nicht geschehen, bis zum nächsten Mal, euer Akaramba.